Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Wir spielen wieder eine Runde XCOM Enemy Unknown. An dieser Stelle sei erwähnt, das tue ich ausdrücklich auf den besonderen Wunsch von For the Epicness. Und er ist einer der Poster der ersten Stunde und deswegen tue ich ihm diese Freude gerne. Er mag Raum 2 nicht so sehr, wie ich das mag und vielleicht einige von euch das mögen. Das kann ich nachvollziehen. Und deswegen werde ich ein bisschen XCOM für ihn spielen. Und wenn ihr Wünsche dieser Art habt, dann lasst es mich wissen. Wenn ich kann, werde ich sie wahr machen. Okay, jetzt muss ich mir noch kurz einen Überblick verschaffen. Okay, was haben wir denn hier alles? Satellitenbetrieb. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir verlegen wunderbar, wunderbar. Kaserne. Können wir mal reingucken. Soldaten anzeigen. Haben wir Verwundete noch? Ja, den Noob-Toaster haben wir. Und hier haben wir ja Hans Epicness, ne? Major Hans Epicness. Ja, ja, gut. Und hier haben wir den Gönner Shadow. Wenn ihr wollt, dann nenne ich auch gerne andere Soldaten nach euch. Kein Problem, lasst es mich nur wissen. So, gehen wir mal auf die Einsatzleitung. Und den Alien-Stützpunkt will ich immer noch nicht angreifen. Okay, wir haben die Berserker-Autopsie abgeschlossen. Okay. Ich werde die Berserker einfach nicht los. Codename Anaconda. Auch wenn es den bislang katalogisierten Mutants ähnelt, ist dieses Exemplar anders als der Rest seiner Spezies. Unsere Soldaten nennen es den Berserker, wegen seiner uncharakteristisch aggressiven Taktik im Gefecht. Es weist zwar den gleichen Körperbau auf wie die anderen Mutants, aber aus bislang unbekannten Gründen scheint der Berserker in einer Art Blutrausch zu kämpfen. Mhm. So wie das sich für einen Berserker eben gehört. Er stürzt sich in den Kampf ohne Rücksicht auf seine eigene Sicherheit. Die aktuellen Theorien über den Grund dieses Verhaltens hat uns veranlasst, mögliche genetische Manipulationen der endokrinen Drüsen des Testobjekts zu untersuchen, beziehungsweise der Drüsen, die in diesem Fall männliche Hormone auszuschütten scheinen. Okay. Wenn die Aliens diese Drüsen verändert oder vergrößert hätten, könnte das die Ausbrüche des Berserkers erklären. Details über die Kampffähigkeiten dieses Wesens sollten verfügbar sein, wenn sie im Gefecht in den Einheitenanalysebildschirm auf ein anderes Exemplar dieses Typs verwenden. Kampfstimulantien können wir herstellen. Wunderbar. Das ist nicht schlecht. Okay. Wie wäre es denn? Wie wäre es denn mit einem Präzisionslaser? Das kostet uns nur 3 Tage, das Projekt. Nur mal nebenbei bemerkt, ich spiele mit dem Gedanken, das hatte ich dem Epicness auch schon geschrieben, mir das DLC zu holen zu XCOM und dann nochmal von vorne anzufangen. Beziehungsweise, es wäre mal schön, wenn ihr mir posten könntet, wie genau das mit dem DLC funktioniert. Wertet der einfach nur das Hauptspiel auf oder ist es eine separate Geschichte, die man auch parallel jetzt zu diesem Let's Play spielen könnte? Oder ist das alles so ineinander verwoben, dass dann, wie läuft das zum Beispiel mit meinen Save Games? Kriege ich dann einfach jetzt neue Einheiten dazu oder müsste ich wirklich eine Geschichte neu starten? Wenn ihr wisst, wie das läuft, dann seid bitte so gut und postet mir das mal. Okay, dann trotzdem mal weiter. Commander, hier ist eine Übertragung. Oh, Lagezentrum. Prioritätsstufe. Dieser deutsche Friedhof soll laut unseren Meldungen von Außerirdischen wimmeln. Wir werten die Berichte noch aus, aber wenn die Aliens das Gelände als Aufmarschgebiet benutzen, müssen wir es so schnell wie möglich unterbinden. Naja, klar, müssen wir machen. In Deutschland, hallo, Friedhof. Kohle bringt's auch. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Ja, selbstverständlich. Major Epicness, zweiter Richter, Unterstützung, ja, ja. Chitinpanzer. Kann man hier vielleicht noch was anderes mitnehmen? Das ist der Goliath. Beziehungsweise der Lightning. Und das ist der Goliath. Der sieht irgendwie mächtiger aus, oder? Täuscht das nur? Lightning ist wahrscheinlich
Ah ja, der ist schon eine Stufe weiter. Komm, dann nehmen wir mal den Lightning mit. Der kostet uns im Zweifel dann nur Geld. Bearbeiten. Können wir dem eine vielleicht bessere Bewaffnung geben hier irgendwie? Lasergewehr, ne? Vielleicht einen schweren Laser mal erforschen sollen. Ja gut, Einsatz starten. Auf was warten wir? Und was mich freut, ist, dass es in dieser Folge gleich zum Kampf kommt. Und somit unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Voraussetzungen für einen schönen Einsatz und eine schöne Folge gegeben sind. Einsatz starten. Okay. Strike One, wir haben eine Plasmabombe entdeckt, wie es scheint. Ausgerechnet auf einem Friedhof. Ich vermute, die Aliens haben absichtlich die zentralste Stelle gewählt, die sie finden konnten. Wenn wir die Waffe nicht entschärfen, bevor sie voll aufgeladen ist, wird die umliegende Stadt ausgelöscht. Aber Zeitdruck auch noch, oder wie? Unsere Sensorsignale lassen vermuten, dass es sich hierbei um einen Mechanismus zum Scharfmachen der Bombe handelt. Die Aliens übertragen Energie von dort direkt zur Bombe. Mhm. Wenn sie diesen Energieknotenpunkt deaktivieren, haben sie mehr Zeit, um den Sprengkörper zu finden und zu entschärfen. Das ist doch toll. Aktualisiert. Dann geh doch du gleich mal hier hin. Und... aus! Sie haben etwas Zeit gewonnen, aber Sie müssen sich trotzdem beeilen, sonst... Sie wissen schon. Ja, Sie wissen schon, alter Klugscheißer. Hier, da hinten ist was, da ist was. Okay, der geht aber trotzdem mal hier auf Feldpöstchen. Ich will jetzt trotzdem hier nichts... nichts überstürzen. Das ist Günner. Günner geht mal hier in Deckung. Der muss ja hier über die Distanz die Leute ausschalten. Du kannst schon mal hier runtergehen. Genau, und du gehst mal hier runter. So, und du gehst mal dahin. Der kann natürlich auch noch fliegen, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und du gehst mal hier drüben mit Entstellung. Dann werde ich so mit einem Dreiergrüppchen nach vorne rücken. Das ist jetzt mal der erste Plan. Mal gespannt, wann da der erste Alien ums Eck kommt. Da wage ich mich doch glatt mal hier vor. Du gehst mal hier in Deckung. Und du hier gehst gleich mal wieder hier ans Entschärfen. Okay, das war wichtig. Gut gemacht. Dadurch gewinnen wir etwas Zeit. Aber Sie müssen noch diese Bombe finden. Ja, ja. Schon verstanden. Wahrscheinlich werden die Alien gleich hinter uns dann spawnen, beziehungsweise entsetzt. Könnte ich doch mal einen Scanner davor hauen. Wie weit kommt er denn? Scanner online. Jawohl. Ah, da hinten sind ein paar blöde Männer. Da müssen wir schon ein bisschen vorsichtiger sein.
So, Günner Shadow, wo gehst du denn mal hin? Du gehst mal hier hin. Vielleicht kannst du ja von da aus schon ein paar Feinde erledigen. Da kommen sie. Ah, oder die erledigen uns. Mal hier hin, vielleicht kann der den durch die Tür sehen. Nein, leider nicht. Unsere Maschinen, die geben wir weiter vor hier. Aha. Das Coole ist, so, die Maschine ist natürlich, denke ich mal, gegen Vergiftung immun. So kann sie vielleicht hier gleich mal einen Treffer landen. Bam! Jawoll! Ist doch cool! Ist doch cool! Jetzt müssen wir mal gucken, was der Rotzlöffel da macht. Hat er jetzt getroffen? Nö. Zweimal daneben ist auch vorbei. Okay, jetzt können wir nur hoffen, dass der jetzt hier nicht mit seiner Giftdrüse rumspritzt. Ah, kritisch, Shitkram, verflucht. Das ist natürlich übel. Prozent. Game over. Game over. Das verschafft uns Zeit. Wir können hier wieder einen Knoten entschärfen. Und sie kann dann gleich mal so hier hingehen. Oh, for the epicness hat es echt übel erwischt. Da könnten wir jetzt höchstens mal mit dieser Maschine hier vorgehen. Was hat die für eine Trefferquote? Vielleicht gehen wir mal hier hin. Oh! Noch drei. Dieser Vollhorsten. Noch drei. Dieser Vollhorsten, ich wiederhole mich gerne. Mhm. Die Bombe haben wir zumindest mal gesaved. Sehr schön. Der sieht den leider nicht, ne? Der stellt ihn wieder komplett her. Der hat doch eine Granate. Was wäre denn, wenn ich diese Granate hier hin werfen? Na, komm mal her. Ey, dieses Gezicke geht mir am Sack. Da müsste die eigentlich voll drin sein. Und er voll weg. Yo! Macht sie alle! Gut. Haben wir wieder einen eliminiert. Jetzt ist halt die Frage, was mache ich mit ihm hier? Traue ich mich davor? Ich glaube schon. Und gewinne so dann wertvolle Zeit. Da kommen wieder diese motherfucking Aliens. Und daneben schießt er auch noch. Das ist natürlich... great for us. Okay, der kommt mit darüber. Der probiert es wahrscheinlich auch nochmal. Ja, der trifft ausnahmsweise sogar.
ziehen sich. Okay, da kann der auch nochmal treffen wahrscheinlich, ja? Daneben. Besser kann es doch gar nicht laufen. Vom Dach kommt er runter. Also hier ist ein Nest. Da, wenn ich jetzt mit einer Rakete rocken könnte, wäre natürlich genial. Kann mir jemand helfen? Okay, der wird gerade niedergehalten. So, jetzt passt mal auf. Jetzt werde ich erstmal mit dem hier. Sehr gut. Sie haben noch einen ausgeschaltet. Mit dem hier. Jetzt ist halt echt die Frage. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Lass mich mal kurz auf Soldateninfo. Überlebenswille Raketenkantstadt. Holozielen. Panzerbrechende Munition. Gefahren. Blablabla. Bla. Blöd. Ich müsste jetzt irgendwie einen strategisch günstigen Punkt finden. Also auf alle Fälle wird die hier mal aufs offene Feld gehen, ha? Den schon mal ausmachen und dann mal hierhin weitergehen. Ich hoffe jetzt, dass da hinten nicht ist. Ist lahmgelegt, Strike One. Ich wiederhole, Energieknotenpunkt deaktiviert. Nee, nehmen wir mal einen anderen. Wenn ich hier hingehe, könnte ich den treffen, ne? Natürlich sehe ich ihn nicht. Günner kommt auch irgendwie nicht zum Zug, wobei wenn der hier hingeht, ne, der Günner, wenn der hier hingeht, unser Günner. Und dann mal einen abrotzt. Jawohl. Dann ist der zumindest schon mal keine Bedrohung mehr. Welchen sieht der hier? Das ist der da. Trefferchance. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Komm, das probier mal. Ja, war klar. War klar. Justiere Zielvorrichtung. Soll ich das opfern? Das ist halt jetzt echt die Frage, ne? Schade, dass man die nicht, oder jetzt zumindest nicht mit Raketen bestücken kann. Ach komm, ich schalte es aus. Wieder ein Alien weniger. So, und du, mein Freund, und du, mein kleiner weißer Freund, wo gehst du hin? Du gehst hier hin. In der Hoffnung, dass ihm da nichts passiert. Ja, sie ziehen sich ein bisschen zurück. Shall me right be. Daneben. Nummer 1. Na gut, diese Reflexschüsse, die sind auch für einen hohlen Zahn. Ja, aber ich stell gerade fest, XCOM macht echt Spaß, ne? Vielleicht muss ich wirklich hier nochmal voll in die Vollen gehen. Bitte postet mir nochmal mit dem DLC. Also nochmal die Frage, was genau bewirkt das DLC? Ich habe mal so ein bisschen nachgelesen, neue Waffen, neues Equipment etc.
Aber ich denke mal, dass ich dann halt von vorne anfangen muss, was mich jetzt nicht stören würde. Gut, und abgesehen davon, es ist momentan wieder leider bei 30 Euro. Und das ist mir fast ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Es sei denn natürlich, ihr sagt mir, das ist eine eigenständige Story. Na super, jetzt bringt mir der hier mal reichlich bis gar nichts. So könnte es gehen. Ja, so geht's auch. Okay. Und du, mein Gutster? Gehst hier ruhig mal aufs freie Feld. Anscheinend haben sie die Bombe gefunden. Jetzt entschärfen sie sie. Neues Ziel erhalten. Jawohl. Das sollte doch Mut machen. Gehen wir mal hier hin. Ah, ist der jetzt ins Gift reingelaufen? Nee. Glück gehabt. Können wir hier noch was entschärfen irgendwo? Ist hier irgendwo noch so ein Malefiz? Gehen wir doch mal darüber. Die ist natürlich auch richtig stark ausgerüstet hier. Unsere Angie Porter. Freund Günner ist auch mit am Start. Gut. Der geht mal auf Feldpöstchen. Aha. Und ausschalten. Alle verbliebenen Aliens. Jetzt müssen Sie nur noch die übrigen Feinde erledigen. Dieses Einsatzgebiet könnte gleich ziemlich heiß werden. Feinde im Anmarsch. Wir haben ein neues Ziel. Tötet die Außerirdischen. Cool. Was wohl Alf dazu sagen würde. Die Frage ist, wo sind die jetzt, ne? Ja, dann geh du doch mal hier vor. Guckst mal ein bisschen in die Röhre. Nee, du lädst mal nach. Und du suchst dir mal eine bessere Deckung. Vielleicht das hier. Du kannst mal hier hingehen. So, Günner, was mache ich denn mit dir? Ja, mal hier an die Kante, ha? Ich weiß halt jetzt nicht, wo die blöden Aliens sind, ne? Bleibst mal hier stehen. Ah, von da. Ah! What the pit? Hab ihn weggefegt. Doch gar nicht. Cool, dass man das so von was so weit oben sieht, ist mir auch relativ neu. Batz! Jawohl. Geiles Teil. Lass den erstmal einen richtigen Präzisionslaser haben. Also einen mit Power. Ja, komm, hau rein. Jawohl. Next one. Kaum gelandet, schon wieder tot.
Der hier hat sich mal ein richtig gutes Versteck zum Überleben rausgesucht. Sehr schön. War's das? Oh, cool. Wir haben es mal wieder gerissen, Leute. Haben ein bisschen Kohle gemacht, die wir jetzt vielleicht auch dann bald investieren können. Und unser Bishop Schwartz ist auf den höchsten Level Medikets heilen pro Anwendung zusätzlich 4 Gesundheit. Hört sich sehr cool an. Ermöglicht 2 Reflex bei nur einem. Hört sich auch cool an. Aber das hier ist der Power Medic. Deswegen wird er der Erretter. Oh, unseren Epicness hat es trotzdem schwerer erwischt, als ich gedacht habe. Tja, das ist eben die Strafe, wenn man mich so unter Druck setzt. Ja, aber nee, passt schon. Habe ich gern gemacht. Und wie schon gesagt, ich habe so ein bisschen wieder Blut geleckt. Ich denke, dass ich die eine oder andere Folge jetzt auch in der nächsten Zeit wieder aufnehmen werde. Jetzt möchte ich trotzdem nochmal kurz in die Gießerei schauen. Was können wir hier machen? Verbesserte Pistole, Drohnen abfangen. Verbesserter Pulsbogen. Projekt beginnen. Ja. Die Gießerei ist bereit. Ich sage Bescheid, sobald die Produktion beendet ist. Das können wir hier eigentlich in der Offiziersschule noch machen. Stirb mir nicht weg. Je höher der Rang eines Soldaten, desto höher die Chance, dass er nur kritisch verwundet wird und nicht getötet. Eiserne Willenskraft. Die Grundlagen. Scheint mir nicht... Was kann man denn für Gegenstände bauen? Oh shit! Verflucht! Ich hätte ja schon ein Präzisionsgewehr Plasma Schnulli bauen können. Ach, schade aber auch. Das war jetzt blöd von mir. Eieiei. Ja, Scheibenkleister. Gut, okay. Naja, können wir nicht ändern. Müssen wir durch. Ereignisliste erweitern. 2x Präzisionslaser. Okay. Ja, ich würde sagen, war doch eine ganz nette Folge. Jetzt mal so für den Einstieg wieder. Ich werde an dieser Stelle einfach mal speichern. Und... Ja, annehmen bitte. Und verabschiede mich damit von euch. Es hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht, mal wieder XCOM zu spielen. Und ja, guckt es euch einfach mal an. Auch alle anderen, die jetzt nur Rome 2 schauen, ist eigentlich ein super Setting und ein super feines Spiel. Wir sehen uns demnächst in diesem Kino. Bis dann, euer Don Firenze.